Also vorab noch einen guten Abend. Bevor es um 18 Uhr offiziell startet, verkürzt uns Stefan Hiss bis dahin ein bisschen die Zeit mit seinem Akkordeonspiel. Hau rein! Verloren. Ein Auge war im Streit in Jacksonville. Man hat in Santa Cruz auf mich geschossen. In meinem Schädel steckt noch heute das Projektil. Ich kämpfte in Luanda mit dem Messer, mit Worten und mit Fäusten in Galiz. Das steife Bein bekam ich in Odessa und in Amsterdam die Syphilis. Ich hab die ganze Welt bereist, kenn die Tropen und das Eis. Und ich weiß, die Welt ist groß und fremd und wild. Hab von der Heimat mich entfernt und auf die harte Tour gelernt, dass keiner so wie ich die Polka spielt. Ob in Kaschemmen, in den Straßen, an den Höfen, ob in Südtexas oder in der Mongolei, wo ich spielte, kam es stets zu wilden Schwöfen, zu Übergriffen und zur Raserei. Ich höre die Schüsse noch, die Schreie in den Nächten, sehe die Gesichter noch von Schweiß und Tränen nass. Ich sah die Liebe in den Augen vieler Mädchen, die der Männer aber waren voller Hass. Ich hab die ganze Welt bereist, ich kenn die Tropen und das Eis. Und ich weiß, die Welt ist groß und fremd und wild. Hab von der Heimat mich entfernt und auf die harte Tour gelernt, dass keiner so nicht im Polka spielt. Das Auge trübe, die Muskeln sind erschlafft, die Beine schwer. Ich bin der Kämpfe und der Leidenschaften müde. So trink ich schweigend meinen Rum und schau aufs Meer. Nur bei Vollmond juckt es mich noch in den Händen, dann könnt ihr mich auf der ganzen Insel hören. Und ich weiß, dass sie dann tanzen an den Stränden und dass sich die Frauen nach mir verzehren. Ich hab die ganze Welt bereist, denn die Tropen nur das Eis. Und ich weiß, die Welt ist groß und fremd und wild. Hab von der Heimat mich entfernt und auf die harte Tour gelernt, dass keiner so wie ich die Polka spielt. 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 Die Kälte und die Finsternis, für mich nicht akzeptabel. Wer hier mal etwas tiefer gräbt, stößt schnell auf Granit. Die Schaufel hast du gleich verbogen, verbiegst dich selber mit. Begrabt mich bloß nicht in der Heimat. Ich wollte da immer raus. Verscharrt mich in der Wüste, verstreut mich übers Meer.
Migrant, mich bitte nicht zu Haus. Der ist mir ganz egal, ob Pappe oder Fichte. Dem Papp zu Hause gönn ich nix, nicht Tränen noch Gedichte. Am besten, wenn er mich verbrennt, dann bleibt genügend Asche. Dann bringt mich rasch woanders hin, in einer Reisetasche. Begrabt mich bloß in der Heimat. Ich wollt da immer raus, verscharrt mich in der Wüste. Verstreut mich übers Meer, begrabt mich bitte nicht zu Haus. Begrab mein Herz doch anderswo, gern an der Biegung des Flusses, so weit entfernt wie es irgend geht, als Zeichen meines Verdrusses. Verschont mich, möchte ich bitten, mit Brauchtum und mit Zwängen. In dieser Stadt möchte ich nicht mal tot am Geländer hängen. Begrabt mich bloß in der Heimat. Ich wollt da immer raus, verscharrt mich in der Wüste, verstreut mich übers Meer. Begrabt mich bitte nicht zu Haus. Begrabt mich bitte nicht zu Haus. Dich als Seemann zu beweisen, bedarf es Schneid und Heldentum. Du brauchst Kompass und Atlanten, Chronometer und Sextanten. Doch vor allem brauchst du Rum. Rum ist nicht verderblich, macht das Zuckerrohr unsterblich und schenkt bei Heimweh neuen Mut. Schützt nach Amputationen vor schweren Infektionen, hilft gegen Lepra und Skorbut. Beschwingt die Wolken und die Sterne und das weite Meer ringsum. Und Rum, Rum, Rum. Wochen auf den Meeren wird kein Seemann sich beschweren und keine Arbeit ist zu hart. Selbst wenn die Stürme tosen, lächeln die Matrosen, hat der Käpt'n Rum am Start. Er hilft im Kampfe mit Korsaren stets die Ruhe zu bewahren. Schmeckt zu Zwieber und zu Fisch. Er hilft den Geist zu schärfen, stellt den Kreislauf in die Nerven und auf Wache bleibst du frisch. Ich wink die Wolken und die Sterne und das weite Meer ringsum. Und rum, rum, rum. Rum war immer mein Begleiter und so geht die Reise weiter. Nach Hongkong und um Kap Horn, ob Kurier noch Kanaren, setzt die Segel, lasst uns fahren. Die Wächer voll den Blick nach vorn. Ich wink die Wolke und die Sterne und das weite Meer ringsum. Und rum, rum, rum. Tsunamis und Orkane hauen keinen Seemann um. Hat er dumm, rum, rum. Lieber Stefan, vorab vielen Dank für deine Einführung. Später hören wir dich ja noch einmal. Mir gefällt's, ich hoffe euch auch.
Hallo zusammen, ich begrüße euch alle zur heutigen Montagsdemo der 689. Heute am 18.12.2023 auf dem kleinen Schlossplatz in Stuttgart. Mein Name ist Stefan Luther, bin Parkschützer. Wir haben heute zwei Redebeiträge und einen Musikbeitrag. Es spricht zu uns Dr. Jürgen Bönig, der kommt aus Hamburg und berichtet über Verbindungen vom Hamburger Hafen und dem Prinzip Stuttgart 21. Und dann kommt endlich mal unsere Uschi, unsere fleißige Spendensammlerin, zu Wort. Bin gespannt, was sie uns zu sagen hat. Musik, wie gesagt, Stefan Hiss an seinem Akkordeon. So, bevor jetzt Dr. Jürgen Bönig spricht zu dem Thema, das Prinzip Stuttgart 21, Hamburger Hafen zu verkaufen, Herr Grube mischt mit, sich auslässt, möchte ich noch eine etwas längere Einführung vorlesen. Die skandalösen Bonuszahlungen für den Bahnvorstand empören jeden Bahnnutzer, jede Bahnnutzerin und nicht nur die. Die Frage ist, wofür soll es so etwas eigentlich geben? Zusätzlich zu sowieso viel zu hohen Gehältern, schon für die gibt es ja keine entsprechende Leistung. Begründet werden Boni so, sie sollen Vorstände motivieren, bestimmte vorgegebene Ziele zu erreichen, zum Beispiel Kundenzufriedenheit, Pünktlichkeit, Klimaneutralität. De facto funktioniert das oft ganz anders, nämlich so, dass Ziele immer als erreicht gelten und die Boni immer bezahlt werden müssen. Im Selbstbereicherungsbetrieb der Topmanager führt das dazu, dass sie selber bewerten, ob die Ziele erreicht und ihre Bonuszahlungen verdient sind. Zur Kundenzufriedenheit und Pünktlichkeit braucht man ja wirklich nichts mehr zu sagen. Und beim Ziel Klimaneutralität haben sich Herr Lutz und Kolleginnen eine geringfügige Verbesserung hinrechnen lassen. Und das geht so. Die Beton- und Stahlorgien für den Bau von ständig neuen Bolzenstrecken mit immer mehr Tunnelkilometern schlagen sich in ihrer Klimabilanz schlicht und einfach nicht nieder. Denn die erzeugten Abermillionen Tonnen CO2 werden nicht dem Auftraggeber Bahnvorstand zugerechnet, sondern dem Erzeuger von Stahl und Beton. Also ganz anderen Betrieben an völlig anderen Orten. So wird dann die Deutsche Bahn grün und nachhaltig. Und schwupps wird ihr Bahnvorstand zum Top-Klimaschützer. Belohnung gibt es also für kreative Buchhaltung und für Missmanagement. Es ist ein Skandal. Denn dieser Bahnvorstand ist genauso verantwortlich wie seine politischen Unterstützer für Milliardenschulden, die durch überflüssige Großprojekte wie zum Beispiel Stuttgart 21 entstehen. Diese Leute verdienen weder Boni noch ihre hohen Gehälter, sie verdienen, entlassen zu werden. Und wegen Untreue vor Gericht gestellt zu werden. Das Aktionsbündnis überprüft momentan, ob es dafür juristische Möglichkeiten gibt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und liebe Freunde und Freundinnen, schauen wir noch mal genauer hin. 2017 ist Herr Grube gegangen, angeblich im Krach mit dem Verkehrsminister. 2016 hat er heilige Eide geschworen, dass 6,5 Milliarden locker reichen für Stuttgart 21. Hat völlige Transparenz versprochen und dass nichts verheimlicht wird. Und seit zwei Wochen ist jetzt bekannt, dass er und der Bahnvorstand spätestens schon 2013 gewusst haben, dass 11 Milliarden bei weitem nicht reichen werden. Der ehrbare Kaufmann aus Hamburg hat uns und der Welt also 2016 rotzfrech ins Gesicht gelogen. Drüben am Infostand findet ihr dazu die Presseerklärungen des Aktionsbündnisses und der Bürgerbahn.
Und womöglich ist er 2017 auch nicht gegangen, weil er mit dem Verkehrsminister wegen seiner Vertragsverlängerung Streit hatte, sondern weil er genau wusste, dass seine Lügen so kurze Beine haben, dass sie ihn nicht einmal bis zur Bahnhofseröffnung tragen würden. Lieber würde ich mich anspucken lassen, als zu lügen, hat er noch großspurig behauptet. Hat 2,3 Millionen Abfindung kassiert, während er sich schon neue lukrative Jobs gesichert hatte, wie den Aufsichtsratposten bei Herrenknecht und den Aufsichtsratsvorsitz der bis dato städtischen Hamburger Hafen- und Lagerhaus AG HALA. Liebe Freundinnen, liebe Freundinnen, die Beschäftigten der HALA haben kürzlich gestreikt mit der Parole: Unser Hafen, nicht euer Casino. Das klingt schon mal sehr gut. Wir haben euch großes Glück, dass wir von unserem Redner Dr. Jürgen Bönig mehr dazu erfahren werden, was sich da um die HALA abspielt, kennt seinen politischen Filz und jedes Detail, wie so ein Hafen funktioniert. Herzlich willkommen, Dr. Jürgen Bönig. Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des Obenbleibenwollens. Das ist eine gute Parole, weil man uns gerade den Hafen versenkt. Wir waren vor 4 Jahren hier und haben demonstriert mit euch dagegen, dass euer Hauptbahnhof versenkt wird zugunsten einer Grundstücksspekulation. Und wir haben uns nicht vorstellen können, dass sowas Ähnliches in größeren Dimensionen mal in Hamburg mit unserem Hafen passiert. Was ist passiert? Warum haben wir unser Hafen nicht euer Casino geschrieben und skandiert und auf Demonstrationen vors Rathaus getragen? Wir haben ein Überraschungspaket bekommen von unserem Hamburger Senat. 3 SPD-Senatoren, der erste Bürgermeister und der Finanzsenator Dressel und der Wirtschaftssenatorin Leonhardt haben eine Videobotschaft Mitte September an die rot-grünen Fraktionen geschickt. Und die Videobotschaft kam aus Genf, vom Frühstückstisch der Familie Aponte. Und die bestand darin zu sagen: Wir haben gerade 49,9% der HALA-Aktien an die Familie Aponte und die größte Reederei der Welt verkauft. Ihr wusstet vorher davon gar nichts. Es gab keinen Beschluss des Senats, keine Koalitionsaussage. Und die Grünen und die SPD waren davon überrascht, dass diese 3 so tatkräftig waren und sich an keinerlei Regeln für solche Abmachungen gehalten haben. Die haben dafür eingehandelt, eine Zusage, dass 1 Million Standardcontainer mehr im Jahr 2031 nach Hamburg kommen würden, die langfristige Partnerschaft gegründet würde beim MSC und dass die Zentrale dieser Reederei, der größten Reederei der Welt, nach Hamburg kommen würde. Das sind 300 Leute. Nun müsst ihr wissen, die HALA, die ist nicht irgendwas. Die HALA ist der Hamburger Hafen. 3 von 4 Containerterminals im Hamburger Hafen gehören der HALA. Die Grundstücke der Speicherstadt und des Fischmarkts gehören der HALA. Und wenn ihr jetzt mal fahrt durch den Elbtunnel und so kurz vorm Elbtunnel seid, dann seht ihr links und rechts Stapel von Containern. Das sind Leercontainer. Und dahinter liegen die 4 Containerterminals Hamburg eng zusammen am Kühlbrand. Auf der rechten Seite dann toller Ort, wo Costco Anteile hat.
links Burchardteil, wo die Kollegen gegen diese Entscheidung gestreikt haben. Dahinter noch Eurogate, das ist der einzige Containerhafen, der nicht zur Hala gehört, vom Eurogate ist. Und im Rücken werdet ihr finden, Altenwerder Terminal. Darauf fahren automatische Fahrzeuge, die Container, ohne dass irgendwelche Menschen damit zu tun haben, von den Schiffen zu den Stapelplätzen. Und dann werden sie automatisch auf die Güterwagen verladen und auf die Lastwagen. Das Einzige noch, was passiert ist, dass die Container losgemacht werden müssen, weil sie befestigt sind. Und dann sitzen noch die Kranfahrer in ihren Kabinen und holen die raus. Bis jetzt haben die das so automatisiert, dass nur noch der letzte Schritt, wenn der Kran diesen Container greift, dass das überwacht wird. Aber das kann von irgendwo in der Welt passieren. Und als dieser Hafen Altenwerder geplant war, das ist 20 Jahre her, da hat keiner die Ahnung gehabt, dass heute die Schiffe so groß sind, die Container fahren, dass sie höher als 54 Meter sind und nicht mehr unter die Kühlbahnbrücke durchfahren können. Und das, was jetzt der Senat abgemacht hat mit der größten Containerreederei der Welt, ist auf in 40 Jahren zum ersten Mal zu kündigen. Das ist so, als ob ihr 1983 mit einer Firma für elektrische Schreibmaschinen abgemacht habt, dass die ganze Hamburger Verwaltung nur mit diesen elektrischen Schreibmaschinen ausgestattet wird. Und ihr könntet heute das zum ersten Mal kündigen. Das ist das, was der Senat ohne Absprache, ohne Beschluss, ohne Bürgerschaftsmitteilung mit dieser Reederei ausgemacht hat. Und was hat Rüdiger Grube damit zu tun, als er 2017 Aufsichtsratsvorsitzender wurde, hat er das weitergemacht, was er schon bei der Bahn gemacht hat. Er hat Häfen gekauft, er hat Eisenbahngesellschaften gekauft, er hat die Metrans gekauft, eine tschechische Gesellschaft, die unter den Bedingungen dessen Kartellrecht und den Arbeitsbedingungen in Tschechien den Rollenbetrieb bis nach Triest macht und Container vom Hamburger Hafen bis ans Mittelmeer trägt. Und das Konzept kennt ihr. Wenn man den eigenen Betrieb nicht zurechtkommt und damit nicht zurechtkommt und nichts verdient, dann holt man sich irgendwelche Leute, deren Gesellschaft man kauft und lässt für sie arbeiten und nimmt die Gewinne aus diesem Betrieb, um die eigenen Verluste zu decken. Das ist das Rezept, was Rüdiger Grube auch als Hala Aufsichtsratsvorsitzender gemacht hat. Und es ist so, dass die drei Figuren in das Trio aus dem Senat keinen gefragt hat, ob sie das machen müssen oder dürfen. Es steht nicht in der Koalitionsaussage. Sie haben keinen gefragt. Sie haben ihren eigenen Hala-Vorstand nicht mitgenommen. Und sofort, als jemand drauf geguckt hat auf ihren Vorvertrag, den wir bis heute nicht kennen, stellte sich raus, dass sie einen fundamentalen Fehler gemacht haben. Die Speicherstadt und der Fischmarkt, deren Grundstücke gehören der Stadt, und die soll das auch zu 100% behalten. Deshalb haben sich die drei vorgestellt, sie verkaufen nur die A-Aktien für den Betrieb der Containerterminals. Und da hat die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen einmal drauf geguckt und hat gesagt, euer interner Unterscheidung zwischen A- und S-Aktien interessiert uns überhaupt nicht. Ihr müsst auch die S-Aktien zum Kauf anbieten an MSC. Da hat er gesagt, der Senat, ja, das ist ja schön und gut, machen wir den Fehler wieder richtig und sagen, wir verkaufen das aber trotzdem nicht. Aber die Konsequenz der Tatsache,
dass die BaFin nur eine Sorte von Aktien kennt, ist, dass die Gewinne aus der Speicherstadt und aus dem Fischmarkt dem Verlustausgleich des Containerbetriebs dienen. Und das Schöne für MSC ist, dass der Senat gesagt hat, wenn die S-Aktien, wenn der Grundbesitz nicht reicht, das abzudecken, dann schießen wir in beliebiger Höhe nach. Das heißt, sie haben aus Dusseligkeit und Dämlichkeit und weil sie es vorher nicht überlegt haben, die Speicherstadt als Weltkulturerbe dem Begehren von MSC unterworfen. Zwei Vorstandsmitglieder der HALA von vier werden von MSC bestellt und die werden mit darüber bestimmen, was in der Speicherstadt passiert. Ein absoluter Skandal, sozusagen die Speicherstadt, das Weltkulturerbe, das nichts mehr mit Hafenumschlag zu tun hat, in diesen Topf zu werfen und den Begehrlichkeiten von MSC zu unterwerfen. Wer ist jetzt die MSC? Frau Leonhardt hat gesagt, das sei so schön gewesen, dass sie am Frühstückstisch in Genf so eine vertrauliche Familie gefunden haben, die immer gute Gewinne macht. Aber wir glauben nicht, dass MSC seit 1970, als sie mit schrottreifen Kisten über die Meere gefahren sind, dadurch reich geworden sind, dass sie die Marmelade oder die Butter so dünn aufs Brot gestrichen haben, sondern MSC ist als ein Hai in dieses Geschäft eingetreten. Sie haben schrottreife Schiffe zum Frachtverkehr benutzt. Sie haben Frachter umgebaut zu Containerschiffen und an der Kante des Zulässigen gefahren und immer die billigsten Preise geboten, sind vom Staat unterstützt worden durch die Tonnagesteuer und Zuwendungen und sind zur größten Reederei der Welt aufgestiegen. Und das ist man nicht, weil man so freundlich zu den Menschen ist. Was können wir jetzt dagegen machen? Was ist passiert, seit es Container gibt? 1968 ist der erste Container in Hamburg abgeladen worden mit einem Kran. Und seitdem, in den letzten 50 Jahren, ist das, was am Hafen passiert, nicht mehr dasselbe. Im Hafen werden statt der vielfältigen Arbeiten des Ladens immer die gleichen Kisten abgeladen. Und das, was das Wichtigste im Hafen ausgemacht hat, das Handhaben des Stückguts, findet da statt, wo der Hafen eben nicht ist. Das findet da statt, wo die Container gefüllt werden und wo sie ausgeladen werden. Das heißt, wenn man den Containerumschlag im Hamburger Hafen beschleunigt, durch Technik intensiviert, dann tut man nichts Gutes für die Arbeitskräfte. Da bleibt ganz wenig hängen. Und wenn der Senat wollte, dass viel beim Containerumschlag hängen bleibt, dann sollte er dafür sorgen, dass die 3 Millionen Container, die in Hamburg bestimmt sind, unter Tarifbedingungen oder Mindestlohn ausgeladen und ausgepackt werden, damit ihr hier drüben eure Weihnachtsgeschenke kaufen könnt. Das wäre ökonomisch viel besser, als mehr Technik in den Umschlag dieser Kisten zu stecken. Aber ihr müsst wissen, das, warum man Container transportiert, hat sich geändert. Der Grund, warum es so viele Fahrten von Containern in der Welt gibt, ist, dass die Produktionsorte gegeneinander ausgespielt werden. Dass die Rohstoffe an der einen Stelle sind, mit Containern an der anderen Stelle, wo produziert worden wird, geschafft worden sind. Und dann die nächste Fahrt stattfinden, dieses Ergebnis wieder an den Konsumenten zu bringen. Das heißt, die Containerschifffahrt dient im Wesentlichen dazu, Produktionsbedingungen gegeneinander auszuspielen. Sie dient nicht dazu, irgendwas Nützliches zu tun, sondern Konkurrenz zwischen den Arbeitern und den Produktionsstandorten herzustellen. Oh. Oh.
Quatsch. Und wenn ihr euch jetzt ein Weihnachtsgeschenk da drüben aussucht, dann solltet ihr darauf achten, dass es nicht so euch geht wie mein Freund. Der hat gesagt, ich möchte einen Quellstein im Garten haben. Der soll aus dem Elbsandsteingebirge sein. Und dann hat der Kollege, der das dann installiert hat, gesagt, hättest du doch die eckige Form gewählt. Weil der Quellstein, der rund ist, der wird im Elbsandsteingebirge gewonnen, mit einem Tieflader zu einem Containerschiff geschafft, wird nach China gefahren, da machen Leute den Stein dann rund und dann kommt er zurück und ihr habt Ortsnamen Elbsandstein, Quellstein. Wow. Also achtet darauf, was mit eurem Material gemacht wird und ihr seht daran, es finden viele sinnlose Transporte statt. Und diese vielen sinnlosen Transporte haben aber ein Ergebnis. 4% des CO2-Ausstoßes in der Welt besteht in dem Treibstoff der Handelsflotte. 4% des CO2-Ausstoßes. Und MSC hat ein Fünftel davon. Das heißt, ihr könnt sagen, 0,8% des CO2-Ausstoßes in der Welt verursacht MSC. Und das, was die Bundesrepublik Deutschland in der Produktion hier macht und wenn sie Waren nach außen schickt, das beträgt 1,8% des CO2-Ausstoßes. Das heißt, MSC ist als Reederei viel für das Klimagas verantwortlich und die Aufforderung des Senats, wir möchten darauf dringen, dass dieser Containerverkehr mehr wird, heißt nichts weiter, als daran zu profitieren, dass die Welt zerstört wird. Nichts anderes ist diese Aufforderung. Man muss mal natürlich sagen, unser Senat ist sozusagen ein letzter Vertreter der Tonnenideologie. Oder der Toy-Ideologie, der meint, wenn es viele Schiffe gibt, die ausgeladen werden und möglichst viele Container in Hamburg vorbeikommen, dann würden die Stadt profitieren und der Hafen profitieren. Und das ist eindeutig nicht der Fall. Wenn in Hamburg ein Container ausgeladen wird, dann ist hauptsächlich die Technik der Fall und MSC ist daran interessiert, dass mit noch mehr Technik, die investiert wird, und weniger Leuten passiert. Und ist denn es möglich, dass die Verbindung von MSC dazu beiträgt, dass wir jemals wieder so viel erreichen an Containerumschlag im Jahr, wie der Hafenentwicklungsplan vorgesehen hat? Der hat gesagt, 25 Millionen Tonnen Toy, also Standardcontainer, sollen im Jahr im Hafen umgeschlagen werden. Im Moment sind wir mit Glück bei 9 Millionen Standardcontainern. Und davon ist ein Drittel, also 3 Millionen Container, für Hamburg bestimmt und geht sowieso dahin und nutzt den Weg über die Elbe. Nichts kann diese 3 Millionen Container daran hindern, die Elbe zu benutzen. Also nichts kannst du technisch machen, damit sie eher ankommt oder nicht. Ist es denn sinnvoll, zu versuchen, Rotterdam als Hafen einzuholen, indem man Technik investiert oder indem man die Leute schlechter bezahlt, damit das billiger wird? Da muss man nur einmal in Rotterdam gewesen zu sein, um zu sehen, die Niederländer sind gnadenlose Pragmatiker und sagen, wir machen uns einen Tiefwasserhafen vorne weg, da wird entladen mit modernster Technik und dahinter wird auf Schiffe verteilt, weil der Rotterdamer Hafen ist hauptsächlich der Hafen, wo von Schiff auf Schiff umgeladen wird. Und da benutzen die Rotterdamer Technik, die bei uns im Museum der Arbeit steht. Veraltete Technik, weil es pragmatisch nützlich ist. Die geben kein Geld aus dafür, irgendeine neue Technik zu bauen, weil es der Bürgermeister meint, nur die modernste Technik hilft. Die sind gnadenlos pragmatisch. Und wenn auch Hamburg
diese Technik auffüllen würde, dann würde es nicht dazu beitragen, dass mehr Containerverkehr nach Hamburg kommt. Weil seit 30 Jahren baut die EU Häfen im Mittelmeer aus und in Osteuropa und in der Ostsee. Und die Schiffe kommen einfach nicht vorbei bei uns, um umzuladen auf kleinere Schiffe, sondern die fahren direkt dahin. Also was du auch machst, zu versuchen, dass mehr Container in Hamburg umgeschlagen werden, ist eine idiotische Tonnenideologie, eine idiotische Toy-Ideologie, die keinen Zweck hat, außer die MSC zu bedienen. Nun gibt es unterschiedlich kluge Unternehmen. Und ich glaube, wir haben mit MSC nicht nur den gefräßigsten Dinosaurier, der Notsituation ausgenutzt hat während der Corona-Krise und danach, wo er die Preise hochgetrieben hat, sondern wir haben auch den dümmsten Dinosaurier erwischt. Ich kann das auch begründen. MSC hat im Gegensatz zu den anderen Reedereien darauf gesetzt, immer größere Schiffe zu bauen. Drei alte Männer haben 2015 beschlossen, sie möchten größere Schiffe haben. Drei alte Männer an der Spitze der größten Reedereien der Welt, die sich zu einem Monopol zusammengeschlossen haben, gesagt, wir wollen Container haben, die Containerschiffe haben, die 20.000 Container tragen können. Das müsst ihr euch vorstellen, so ein Schiff, das so groß ist, das ist 400 Meter lang. Das ist vier Fußballfelder hintereinander. Das hat einen Tiefgang von 16 Metern. Das ist 54 Meter hoch. Und das ist 62 Meter breit. Also, wenn ihr das als Vergleich nehmt, das ist ungefähr so wie die Baugrube des Bahnhofs hier, von Stuttgart 21. Da passt dieses Schiff gut rein. Und wer die Dummheit besessen hat, dieses Schiff zu akzeptieren, in seinen Hafen zu lassen, der konnte die Containerbrücken wegschmeißen, die das abladen, weil sie weiter reichen mussten und höher sein mussten. Der musste seine Wendebecken größer machen, weil ein 400 Meter Schiff wendest du nicht einfach mal in einem Tag. Und er musste auch den Tiefgang größer machen. Und Hamburg hat das Idiotischste getan, was man in dieser Situation machen konnte. Er hat keinen Tiefwasserhafen mit Bremen und Bremerhaven verabredet. Es hat noch nicht mal an der Nordsee den Plan gegeben, da einen Tiefwasserhafen zu machen. Sondern er hat diese Kähne eingeladen, mitten in die Stadt zu segeln. Und dafür sozusagen die Elbe vertieft. Und dafür eine Milliarde ausgegeben, damit die Elbe tiefer ist. Und jedes Jahr werden 120 Millionen Euro ausgegeben, um diese Elbtiefe zu halten. Und MSC hat für die 20% Anteil an Aktien, die der Stadt zustehen und die sie an MSC abgeben will, 225 Millionen geboten. Das heißt, das Geld, was man mit dem Verkauf der Gestaltungsmacht am Hamburger Hafen verdient, reicht 1,5 Jahre lang, die Elbe auf Tiefe zu halten. Und da müsst ihr euch vorstellen, MSC ist diejenige Gesellschaft, die den Widerstand der nordamerikanischen Häfen gegen diese Riesenkähne zu brechen versucht, indem sie in Louisiana, in den Sumpfgebieten, einen Tiefwasserhafen reinknallt. Und dadurch die amerikanischen Häfen unter Druck setzt, ihren Widerstand aufzugeben gegen diese Riesenkähne. Und das nicht, damit jeden Tag ein 20.000 Containerschiff in Hamburg ankommt, sondern einmal im Monat in der Springtide segelt ein solches Schiff halbbeladen in den Hamburger Hafen. Und gnade uns, dass der Lotse seine Geliebte
den am Sülberg grüßen will oder verschnupft ist oder die Leute nicht genug ausgebaggert haben, dann hängt der Kahn fest im Hamburger in der Elbe. Dann ist Suezkanal an der Elbe. Dann ist die ganze Elbe dicht für einen Monat. Und dann kann man Engel oder Hubschrauber beschäftigen, die Container davon wegzukriegen und dieses Ding wieder loszumachen. Es gibt ja auch gute Nachrichten. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Rene Benko ist pleite. Und seit einem Monat wird in der Baustelle am Gänsemarkt nicht mehr gebaut. Und dann gibt es diese schöne Nachricht, der Elbtower sollte 250 Meter hoch werden. Jetzt bei 100 Meter Halt hält er an. Und jetzt wird er sozusagen das Schmuckstück von Olaf Scholz, Olaf der Kurze genannt. Und dieser Stillstand des Baus und diese Ausplünderung von Galeria Kaufhof war absehbar. Es war absehbar, dass sie kalkulieren würden auf zu hohe Mieten, die Kaufhof abgeben musste, und darauf, dass dann die Kredite auf diese teuren Grundstücke genommen werden könnten und dass der Preis der Grundstücke immer mehr steigt. Und dann erhöhte sich der Diskontsatz. Und das ganze Gebäude fiel zusammen. Und der Hamburger Senat hat vor 3 Jahren noch gesagt, das ist eine wertvolle Immobilieninvestition in die Hamburger Innenstadt und konnte damals, weil die Betrügerei war deutlich erkennbar, schon absehen, dass es nicht klappen würde, dieses Schneeballsystem. Aber im Vergleich zu Benko mit seinen hunderten Gesellschaften, die sich gegenseitig Kredite geben, das ist eine Kristallkugel im Vergleich zu MSC. Die Familie Aponte hat ein Familienvermögen, bei der sie nicht sagen muss, worin das steckt oder woher das kommt. Und sie hat die Zahlsteuern in der Schweiz und nicht da, wo die Kosten für ihre Arbeiten entstehen. Und dann hat sie noch 2 Zwischengesellschaften, GmbHs, zwischengeschaltet. Und der Vertrag sieht nicht vor, dass es irgendeine Sanktion gibt, wenn seine Versprechen nicht eingehalten werden. Also es gibt kaum einen Vertrag, der so viel Kopfschütteln und Einwände hervorgerufen hat, wie dieses Abkommen. Aber ich will euch nicht entmutigen. Am Ende kann man sagen, die Werftarbeiter, die Hafenarbeiter sind vor das Rathaus gezogen und haben gestreikt, weil sie vergessen worden sind in dem Vertrag. In dem Vertrag stand drin, MSC beabsichtigt, die Rechte der Arbeitnehmer zu respektieren. Und da stand nicht drin, sie halten das ein. Und es stand auch nicht drin, welches Recht eingehalten werden soll. Und die HWAL-Vorstandsvorsitzende müsste in einem Nachvertrag, musste sie sagen, die Unternehmensmitbestimmung von Hälfte der Aufsichtsratsmandate an die Arbeitnehmer, die musste sie extra vereinbaren, weil der Senat sie vergessen hat. Und es gibt natürlich ganz viele Leute aus Reedereien und aus dem Hafen, die sagen, wie kann man MSC ein Monopol über den Hamburger Hafen geben? Wie kann man dafür sorgen, dass die anderen schlechter bedient werden? Wie kann man dafür sorgen, dass der Grundsatz, dass die Stadt das Eigentum an den Hafenanlagen hat und sie betreibt und deshalb alle Konkurrenten nicht benachteiligt werden, alle gleich behandelt? Wie kann man diesen Grundsatz vergessen und nicht vereinbaren? Wie kann man einer MSC das Monopol geben, ohne dass es irgendein Ausschreibungsverfahren gegeben hat, die anderen mitbieten lassen konnten? Und es gibt ganz viele Leute, die sagen, das Maß der Dummheit, das größte anzunehmende Maß an Dummheit, ist um Dimensionen übertroffen worden. Es hat sich allerdings auch was getan.
Früher haben die SPD-Mitglieder den Umweltschutzorganisationen Prügel angedroht, wenn sie darauf bestanden haben, dass die Elbvertiefung ein Quatsch ist. Heute ist ein wichtiges SPD-Mitglied in der Hala, der immer Aufsichtsratmandat hat, in Verdi eine Rolle spielte, ausgetreten aus der SPD vor deren Parteitag, um zu sagen, so geht es nicht mit dem Hamburger Hafen und der Hala. Und wir haben auch zum ersten Mal die Situation, dass die Hafenarbeiter den Naturschutzverbänden von NABU und BUND zuhören und denken, ja, da kann schon was dran sein, dass man nicht immer größer bauen muss und immer tiefer buddeln muss, um zu einem ökonomischen Ergebnis zu kommen. Dieser Vertrag, der jetzt doch durch die Bürgerschaft muss, und wir arbeiten daran, dass er nicht durch die Bürgerschaft kommt, hat das Talent, die SPD um die Macht zu bringen. Weil entweder wird er abgeschlossen und dann wird sichtbar sein, dass MSC sich an keine der Versprechen, die sie gegeben haben, halten wird. Oder er wird nicht abgeschlossen, dann wird sichtbar werden, dass die SPD-Senatoren ohne die anderen einen Vertrag abgeschlossen haben, der so schlecht ist, wie man es sich bisher nicht vorstellen konnte. Und dann zum Schluss ein kleines Weihnachtsgeschenk wollte ich dann euch machen. Und wenn der Deal gescheitert ist und die Zerstörung von Elbe und Hafen abgewinnen, dann bringen wir euch, und ich weiß noch nicht wie, so ein riesen Containerschiff mit. Und das könnt ihr dann in die Baugrube des unvollendeten Stuttgarter Hauptbahnhofs stecken. Denn es passt hinein. 400 Meter lang, 62 Meter breit, mit 16 Metern Tiefgang und mindestens 54 Meter aufragend. Es wird die Baugrube füllen. Und wir haben noch Platz daneben, das zu feiern. Und dann können wir sagen, oben bleiben. Und der Hamburger Hafen wird nicht versenkt. Unser Hafen ist nicht euer Casino. Liebe Jürgen, vielen Dank für deinen beeindruckenden Bericht. Also ich bin jetzt schlauer wie vorher, du hattest nicht alles bekannt. Vielen Dank. Als kleine Erinnerung an deinen Besuch bei uns, in unserer Bewegung, ein Buch zur Erinnerung an Stuttgart, wo es auch nette Sachen gibt. Treff auf, treff ab in Stuttgart, Steffeles Spaziergänge, Steffeles in Treppen. Die habt ihr nicht so viel in Hamburg. Hier, Lektüre. Vielen Dank. So, bevor jetzt Stefan wieder in die Taschen haut, kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen, kurz ein paar Termine und auch nochmal die Bitte, die Spendendose zu bestücken. Straße kostet Geld und ihr habt es bisher immer geschafft, dass wir auftreten können und so soll es weiterbleiben. Drei Termine, morgen, 19.12., 14 bis 17 Uhr, Tag der S21-Ausschuss im Gemeinderat, Rathaus, mittlerer Sitzungssaal, 4. OG, öffentlich. Ein Tag später, am Mittwoch, 20.12., findet die Weihnachtsfeier der Mahnwache ab 16 Uhr statt. Wo? Bei der Mahnwache. Und drittens hat Martin Kubunke auch darauf hingewiesen, dass auch bei den Theologinnen und Theologen gegen Stuttgart 21 es sehr weihnachtet. Deshalb bitten Sie mich um folgenden Hinweis. Am Dienstag, den 26. Dezember, zweiter Weihnachtsfeiertag, gibt es wieder einen Weihnachtsgottesdienst im Park. Wie die monatlichen Parkgebete findet er im mittleren Schlossgarten, Nähe Biergarten und Lusthaus Ruine statt.
Martin Pulunke und dein Vorbereitungsteam laden deshalb herzlich auf 11 Uhr dazu ein. Also, zweiter Weihnachtstag, 11 Uhr, Parkgottesdienst mit Unterstützung von Park Blech. So, Stefan, dein Part. Schellen, immer zu Palmen und Strand, immer das Rauschen der Wellen, Cocktails im heißen Sand, immer Langusten und Hummer, am immer gleichen Buffett, die Band spielt immer dieselbe Nummer, immer besoffen ins Bett. 5000 Meilen von zu Haus und du an meiner Seite. Ich such nur das Weite. Gleiche Folklore, dieselben Spiele im lauwarmen Pool, immer das Dröhnen der Ventilatoren, immer weicherer Stuhl, immer verschwitzte Hemden, versagendes Deodorant, immer die Angst vor dem Fremden, vor Diebstahl und Sonnenbrand. 5000 Meilen von zu Haus und du an meiner Seite. Ich such nur das Weite. Südlichen Sterne, immer ein stabiles Hoch, Schüsse bei Nacht in der Ferne, aus Waffen von Heckler und Koch. 5000 Meilen von zu Haus und du an meiner Seite. Apocalypse.
is harder than the sun. Chain reaction has begun. We are the last two humans in this world. Falls from the sky, the trees, the birds, the people die. We are the last two humans in this world. I love you so, a tiny girl. Stefan, echt klasse. Puff Albedo. So, jetzt kommt dann unsere Uschi auf die Bühne. Ich hoffe, ihr habt sie mit ihrer Spendendose verwöhnen können. Uschi, bin gespannt, was du uns zu berichten hast. Geworfen bekam. Und zwar von einer gegnerischen Gruppierung, nicht nur aus unserer Stadt. Und ausgestattet mit enormer Macht und Zugang zu ganz erstaunlichen Geldtöpfen. Sie hatte sich vor gefühlten 100 Jahren total skrupellos ein wahnwitziges Projekt ausgedacht, genannt Stuttgart 21, welches realistisch denkende Bürger maßlos empört und heftigen Widerstand bis heute erregt, insbesondere bei uns. Wir stören. Wir sollen ignoriert sein. Wir werden am laufenden Band mit neuen Halbwahrheiten, Verschleierung und Verdrehung von Tatsachen und deren chaotische Folgen für Stadt, Land und Bürger überrascht. So unverfroren, dass wir bis heute bei jedem Wetter und in eigener Finanzierung dagegen demonstrieren müssen.
großen Dank bei dieser Gelegenheit Ihnen allen und immer wieder auch unseren diversen klugen Fachleuten, ohne deren Wissen und bewundernswerten, unermüdlichen Einsatz wir wohl kaum hier stehen können. Da gibt es ein Gedicht von Goethe, Überschrift Problem, bereits vor über 200 Jahren geschrieben und in der Stuttgarter Straßenbahn angeklebt. Na, hören wir. Problem. Warum ist alles so rätselhaft? Hier ist das Wollen. Hier ist die Kraft. Das Wollen will. Die Kraft ist bereit. Und daneben die schöne lange Zeit. So seht doch hin, wo die gute Welt zusammenhält. Seht hin, wo sie auseinanderfällt. Ja, Wollen, Willen treibt uns. Kraft besitzen wir noch immer. Wir stemmen uns gegen diese fast unvorstellbare, rohe Missbrauchsgewalt, Unwahrheiten, Schikane. Und dann diese wenigen nüchternen, klaren Goethe-Worte. In Klammer. Offensichtlich hat er beim Niederschreiben schon im Voraus an uns gedacht. Ja, wir werden weiterhin hinsehen, unser Möglichstes tun und natürlich oben bleiben. Vielen, vielen Dank für deine Worte und auch für dein ganzes Tun in der Vergangenheit. Wieder große, elementar wichtig. Seit 2012. Schönes Weihnachten. Also bis ich den Demozug noch kurz beschreibe, eine Info. Wir machen auch Weihnachtspause am 8. Januar. Ist die nächste Montagsdemo und dann wieder eine Etage tiefer unten am Schlossplatz. So, der Demozug heute geht von hier aus auf die Theodor-Heuss-Straße links, dann nach rechts in die Wolfstraße, nach links in die Königstraße bis auf den Gehwegbereich und dort geht es dann weiter bis vor die Mahnwache, wo die Demo mit dem Schwabenstreich endet. Ich wünsche euch allen einen schönen Restadvent, einen schönen Abend, bleibt gesund und oben. Thank you.